Ob Mafiaboss mit Familienproblemen, Serienkiller oder Meth-kochender Chemielehrer. Die Hauptcharaktere in Fernsehserien sind allesamt faszinierende Persönlichkeiten, die oftmals in der Lage sind, den Großteil einer Serie alleine zu tragen. Doch dabei werden häufig Nebencharaktere in kleineren Rollen vergessen, auch wenn sie mindestens so genial wie die Hauptfigur sind. Ich werde euch heute meine Top 5 der Nebencharaktere in Serien vorstellen. Vorweg sei erwähnt, dass man sich natürlich über die Definition eines Nebencharakters streiten kann, weshalb einige Platzierungen eventuell nicht ganz nachvollziehbar sind. Spoilerwarnungen findet ihr außerdem in der Beschreibung. In der 7. Staffel von The Walking Dead wird Negan vermutlich eine der Hauptrollen einnehmen. In Staffel 6 jedoch bekommen wir ihn nur knappe 10 Minuten zu Gesicht. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt er der mysteriöse Anführer der Saviors, der nie selbst in den Vordergrund tritt und dessen Grausamkeit man nur durch Geschichten erahnen kann. Als wir ihn dann im Staffelfinale endlich zu sehen bekommen, zeigt uns Jeffrey Dean Morgan meiner Meinung nach eine atemberaubende Performance. Selten habe ich es erlebt, dass mich eine Szene so lange fesseln und Spannung aufbauen konnte. Wir haben schon einiges in The Walking Dead erlebt, doch mit Negan dürfen wir uns wahrscheinlich auf den schlimmsten aller Psychopathen freuen. Zurück bleibt die Frage, wer das Opfer von Lucille geworden ist, das erfahren wir spätestens im Herbst 2016. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. It's just the right size. Thank you, boy. Die nächste Figur auf meiner Liste ist Theodore Bagwell aus Prison Break, besser bekannt als T-Bag. T-Bag ist ein gutes Beispiel für ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Die Figur ist so widerwärtig, böse und abstoßend, dass sie den Zuschauer schon wieder fasziniert. T-Bag ist ein egoistischer Psychopath, der alles tun würde, um einen Vorteil für sich zu erlangen. Dies kostete ihn, wie wir alle wissen, sogar seine Hand. T-Bags Motive für seine Taten liegen weit in seiner Kindheit verborgen. Sein Vater, der ihn misshandelte, hatte wohl großen Einfluss auf seine Entwicklung. Prison Break ohne T-Bag ist kaum vorstellbar, und so werden wir ihn auch in Staffel 6, die Ende des Jahres erscheinen wird, wiedersehen. Zu Staffel 6 habe ich übrigens bereits eine Trailer-Analyse gemacht, die ich euch in der Endcard verlinken werde. Looks like your brother might just be alive. If you're playing me, I'll kill you. Die 4. Staffel von Dexter ist eindeutig die beste der Serie. Das liegt vor allem am großartigen Antagonisten, der Dexter in dieser Staffel in die Quere kommt. Arthur Mitchell, alias der Trinity Killer, gespielt von John Lithgow, tötet immer nach einem bestimmten Schema. Dies ruft den FBI-Ermittler Frank Lundy auf den Plan, der jedoch bei seiner Jagd von Trinitys Tochter getötet wird. Dexter erkennt in Arthur Mitchell gewissermaßen sich selbst. Auch er hat eine Familie und genau wie Dexter führt auch der Trinity Killer ein Doppelleben zwischen Familie und Serienkiller. Im großen Finale der Staffel tötet Dexter Trinity, jedoch schafft er es nicht rechtzeitig, um den Tod seiner geliebten Rita zu verhindern. Ein Ereignis, das auch in den folgenden Staffeln noch seine Wellen schlägt. Hello. Dexter Morgan. Der Anwalt Saul Goodman war eine der beliebtesten Figuren aus der erfolgreichen Serie Breaking Bad. Einige Jahre später bekam er deshalb sogar seine eigene Spin-off-Serie Better Call Saul, die uns den Werdegang Jimmy McGills zum späteren Saul Goodman zeigt. Saul Goodman ist ein Anwalt für die ärmeren Leute. Ein Anwalt, der nicht davor zurückschreckt, den eher unkonventionellen Weg zu gehen, um an sein Ziel zu gelangen. Das bringt ihn schließlich dazu, Walter White und seinem Partner zu helfen, was letztlich sein Ende bedeuten wird. Auch die wahnsinnig überzeugende Performance von Bob Odenkirk, sowohl in Breaking Bad als auch in Better Call Saul, trägt dazu bei, dass Saul Goodman einer der besten Nebencharaktere überhaupt ist. Carpe diem, okay? Never say never.
You're a master of whisperers. You're supposed to know everything. No man can be in all rooms at all times. I have many little birds in the north, my lord, but I haven't heard their songs since Theon Greyjoy captured Winterfell. Lord Varys, Meister der Flüsterer oder auch genannt die Spinne. Als königlicher Oberspion war es seine Aufgabe, die Krone über alle Vorgänge in Westeros zu informieren. Dazu nutzte Varys häufig seine kleinen Vögelchen, Kinder, die für ihn die gewünschten Informationen in Erfahrung brachten. Varys ist für mich vor allem wegen seiner unglaublich rhetorischen Fähigkeiten einer der besten Nebencharaktere. Diese Fähigkeiten beweist er unter anderem in seinem Dialog mit Peter Baelish, Chaos is a Leather, der für mich beste Dialog der Serie. A thousand blades, taken from the hands of Aegon's fallen enemies, forged in the fiery breath of Beleriand the Dread. Er entscheidet sich später, zusammen mit Tyrion zu fliehen, um sich Daenerys anzuschließen. Die Szenen zwischen Tyrion und Varys in Meereen gehören mittlerweile eindeutig zu meinen Lieblingsszenen. Schade, dass sich Varys kürzlich entschlossen hat, Tyrion zu verlassen, um in Westeros nach Allianzen zu suchen. I'll walk the rest of the way myself. I can't go off on a secret mission in the company of the most famous dwarf in the city. Varys! The most famous dwarf in the world. So, das war's jetzt mit meinem Video über die besten Nebencharaktere in Serien. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Mich würde jetzt noch interessieren, was sind eure Top 5 der Nebencharaktere? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. In der Endcard sind jetzt noch zum einen meine Trailer-Analyse zur 6. Staffel Prison Break verlinkt und zum anderen noch mein Review zum Staffelfinale der letzten Staffel Better Call Saul.